Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Heute Morgen starten wir mit der ersten Show Minx bei Eva Lutz, ein rein deutsches Modedesignunternehmen. Eva Lutz hat es gegründet, ist hier die Chefdesignerin. Sie hat uns heute was Wichtiges mitzuteilen, eine Neuigkeit auf ihrer Show. Diese Show ist unter anderem eine der meistbesuchtesten, was die Dichte an Prominenten angeht. Und wir werden jetzt mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, wen wir da vielleicht auch als Promi-Model treffen. Wäre ja mal ganz spannend zu wissen. Also kommt mit! Liebe Vanessa, du bist ja so neu im Business. Wie ist die Berliner Fashion Week jetzt für dich? Also es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Dieses Hin und Her, alles auch ein bisschen hektisch. Ich finde es irgendwie cool. Ich habe dich ja gestern schon gesehen mit deinen Kolleginnen bei Riani. Macht das mehr Spaß, wenn auch die alten Kolleginnen dabei sind, oder ist das dann auch schon mal gut, wenn man mal alleine ist? Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass es mehr Spaß macht. Es ist klar, dass wir dann zusammen, also zu dritt viel Spaß haben, aber ich habe auch kein Problem damit, wie heute zum Beispiel alleine zu laufen. Gibt es schon Zukunftspläne nach der Fashion Week? Hast du schon Angebote oder soll es in eine ganz andere Richtung gehen? Ja, ich habe schon ein paar sehr, sehr gute Angebote, über die ich alleine noch nicht sprechen darf. Mit Beauty? Unter anderem, ja. Das hört sich sehr spannend an. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und wir werden dich nachher bewundern. Dankeschön. Ich kenne so viele Mädels, die tragen Minx mit 34 und schauen so toll aus. Aber ich kenne genau die gleichen Frauen mit Größe 46 im gleichen Teil und schauen genauso gut aus. Und das war mir wichtig, in meiner neuen Kollektion auf der Bühne zu zeigen. Ich habe zwei Plus-Size-Models dabei in Größe 44, 46, die neue Kollektion auf der Bühne genauso tragen wie meine anderen Models. Also dann würde ich mal sagen, sind die nächsten Shows ja noch begehrter, weil jetzt hast du alle Frauen auf deine Seite gezogen. Wir wünschen dir alles Gute, toi 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 und sehen uns später nochmal. Okay, vielen Dank. Zwischen uns beiden, ich muss dir jetzt mal eine blöde Frage stellen. Wie ist das für dich, hier als Plus-Size-Model gebucht zu sein? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dich nicht gesehen, weil ich finde, du hast eine ganz normale Figur. Ja, also ich finde dieses Label Plus-Size sowieso ganz schwierig. Ich finde, es ist nicht kleine Größe oder große Größe. Ich finde, es ist einfach meine Größe. Und ich freue mich natürlich riesig, dass ich jetzt die Chance habe, hier laufen zu dürfen für die Eva. Und ich finde es auch toll, dass sie uns so dazwischen mixt, zwischen die normalen Models, sag ich mal, zwischen die dünnen Models. Und da kein Hehl draus macht und sagt jetzt hier, das ist was Besonderes, sondern wir dürfen halt einfach so mitlaufen. Und das finde ich natürlich ganz toll. Das ist eine riesige Ehre, hier für Sie mitlaufen zu dürfen. So, meine Lieben, was für ein sympathischer Backstage-Bereich. Dieses Thema Plus-Size-Models ist eigentlich total ätzend, weil das sind so hübsche, junge, tolle Damen, die man einfach auf den Laufsteg schicken sollte, ohne darüber zu reden. Ich werde mir das Ganze jetzt angucken und freue mich, wenn wir uns zur nächsten Reportage wiedersehen. Tschüss!